Hallo zurück bei Nerdfamilizin. Neben mir immer noch Klaus Fessle, unser Experte, wenn es um kardiale Erkrankungen geht. Und wir haben ja schon in Teil 1 so ein bisschen über den STEMI gesprochen. Wir haben so die Basics besprochen. Wie erkenne ich den STEMI? Was sind die beiden wichtigsten Medikamente? Aspirin, Heparin. Aber Klaus, in der Guideline stehen ja noch viel mehr Sachen. Und da wollte ich dich mal fragen, was hat sich da jetzt geändert? Wie ist denn das mit Mona? Wir hatten da ja noch nicht alles durchgesprochen. Bitte erleuchte mich. Okay, Mona, da fängt sie an mit dem ersten schon, dem Morphin. Ja. Morphin als Schmerzmittel, die Patienten haben oft massivste Thoraxschmerzen, ist auf jeden Fall sinnvoll und steht auch in den neuen Guidelines weiterhin drin. Es wird ein bisschen davor gewarnt, man muss auch berücksichtigen, dass Morphin eventuell laut neuen Studien Nachteile haben könnte, dass diese erweiterten plättchenhemmenden Medikamente, die wir im Krankenhaus geben, vielleicht bei den Patienten, die Morphin bekommen haben, weniger wirken oder weniger schnell, weniger effektiv wirken. Wegen der langsameren Darmpassage, oder? Nach Opiatgabe. Ja, oder vielleicht ist es das Erbrechen oder vielleicht, was man nach Morphin dann doch manchmal auch hat. Oder aber es sind doch irgendwelche Interaktionen und es gilt für all diese drei Mittel, also für das Clopidogrel, für das Ticagrelor und für das Prasugrel, diese drei hochpotenten zusätzlichen Plättchenhemmer, die wir im Krankenhaus dann noch den Patienten geben. Und Cancrelor, den einzigen IV-Plättchenhemmer, den gibt man ja eigentlich, also ist ja ganz wenig verbreitet, oder? Ja, das ist relativ teuer, muss man sagen, und ist eher für Bailout-Situationen. Aber den kann man natürlich auch geben. Kardiologen sind doch reiche Männer. Okay, lassen wir das. Überspringen wir das Thema schnell. Da bleibt mir nämlich die Luft weg. Gutes Thema Sauerstoffgabe. Ja, Sauerstoffgabe, absoluter Standard. Das ist eines der, oder das O von Mona, for Oxygen. Und das ist auch ganz interessant. Schon in den letzten Leitlinien, da hat man gesagt, Sauerstoffgabe nur, wenn die Sättigung kleiner 95% ist, weil es so Hinweise gab, dass hochdosierter Sauerstoff, sozusagen eine Luxusüberversorgung mit Sauerstoff, vielleicht auch negative Effekte haben könnte. Das wirkt wohl an den Herzkranzgefäßen eher so spasmenfördernd. Ja, und es gibt wohl auch mehr freie Radikale, die dann Negatives eben auch am Herzen anstellen können. Und jetzt ist es sogar so, die sagen, kleiner 90%. Okay. Ja, also man soll keinen routinemäßigen Sauerstoff geben, wenn die Sauerstoffsättigung größer gleich 90% ist. Okay, Klaus, nun bist du ja auch ein sehr erfahrener Notfall- und Intensivmediziner. Und jetzt, also ich persönlich sehe das so, wenn ich einen Patienten für schlecht halte, dann will ich den ja lieber ein bisschen puffern, dass wenn er schlecht wird, dass ich dann noch ein bisschen Sauerstoffreserven habe. Ehrlich gesagt, von uns beiden unter der Hand mal eine Stellungnahme, ich würde den Leuten trotzdem Sauerstoff geben, wenn ich glaube, dass die wirklich schlecht sind, einfach um den Patienten eine Reserve zu geben. Wie siehst du das? Es ist jetzt natürlich schwer, mich gegen die Leitlinien zu stellen, aber so jetzt unter uns, es hört ja, glaube ich, niemand so jetzt zu, ist es so, dass wenn der Patient Atemnot hat, dann würde ich ihm auf jeden Fall Sauerstoff geben. Ja, also wenn er Dyspnoe hat, atemnötig ist. Und ich finde, wenn man mit der Sättigung unter 90 ist, dann hat man schon massive Atemnot. Und auch so mit 90, 91 als gesunder, wenn man das als Sättigung dann wirklich hat, das ist eine ordentliche Atemnot, die man dabei empfindet. Also ich würde da schon frühzeitiger Sauerstoff geben. Und mir geht es genauso wie dir, so die Patienten, wo ich denke, Menschenskinder, den habe ich jetzt noch nicht sicher im Krankenhaus abgeliefert. Ob der nicht gleich an der nächsten Kreuzung Kammerflimmern bekommt, den würde ich auch lieber schon mal Sauerstoff vorlegen, aber halt nicht maximal Sauerstoff. Also ich würde ihn jetzt nicht aufsättigen wie für die Intubation, ja, sondern ich würde halt einfach sagen, okay, den gebe ich jetzt mal ein bisschen Sauerstoff, um da auf der sicheren Seite zu sein, wenn der jetzt doch mehr Rhythmusstörungen bekommt. Okay.
eine individuelle Entscheidung, schwierige wenn ich Kiste. Mir den Patienten angeschaut habe. Schwierige Kiste, aber ich glaube, darüber werden viele Leute präklinisch vor allem auch diskutieren. Verständlich. Wie sieht es aus mit den Beta-Blockern? 5 Milligramm Metoprolol für jeden? Nein, ein klares Nein von mir. Und die Beta-Blocker ist ja, wie so vieles in der Medizin, ein Auf und ein Ab. Mhm. Und ich weiß eben noch von den Lyse-Studien, da haben die Beta-Blocker enorm viel gebracht. Also zu dem Zeitpunkt, wo man noch lysiert hat und die Akutkur eher die Ausnahme war, da haben die Beta-Blocker Kammerflimmern und schlimme Rhythmusstörungen verhindert. Mhm. Und wir haben sie gegeben. Und sogar 3x5 Milligramm haben wir damals gegeben. Also ordentliche Dosen. Allerdings und haben wir Noradrenalin direkt hinterher, oder? Ja, du siehst schon, das hält nicht jeder Patient aus. Und wir haben das erkauft, diesen Benefit mit weniger Kammerflimmern durch mehr kardiogene Schocks und mehr AV-Blockierungen. Mhm. Und das hat dann eine große Studie eben noch gezeigt, die Comet-Studie. Und dann waren die Beta-Blocker eigentlich IV in der Akutphase out. Und jetzt kommen sie gerade wieder, weil sie doch auch im Setting mit dem Herzkatheter gezeigt haben, dass sie doch einen Benefit auch bringen können, aber unter Beachtung von Kontraindikationen. Also man kann einen Beta-Blocker erwägen, wenn der Patient soweit stabil ist, das heißt eher hypertensiv, also auf jeden Fall im Blutdruck nach Analgesie, also erst Schmerzen behandeln, nach Analgesie, der jetzt immer noch so 120, 130 ist und der Patient ist eher tachykard. Und gerade bei den Tachykarden muss man aber aufpassen, weil diejenigen, die schlecht verkraften, sind die, die tachykard sind, weil sie im kardiogenen Schock sind. Mhm. Ja? Und wenn du denen einen Beta-Blocker gibst und bringst die Herzfrequenz von 120, was sie brauchen, weil das Herz kaum noch pumpt, runter auf 60, dann wird es unangenehm. Dann ist schnell Schluss. Und für das ganze Team und den Patienten. Kann ich mir vorstellen. Ja. Und wie sieht es mit den Nitraten aus? Und mit den Nitraten ist es so, dass sie in den neuen Leitlinien überraschend wenig erwähnt werden. Mhm. Also man kann sie geben, das wussten wir schon länger, sie verbessern in der Tat nicht die Mortalität. Also es ist jetzt nichts, wo weniger Patienten sterben. Ich würde die Nitrate geben, vor allem bei Patienten, die erheblich hypertensiv sind, zum Blutdruck senken, sind ja gute Vorlastsenker. Und ich würde es auch den Patienten geben, die kardial dekompensiert sind, die Linksherzinsuffizient sind, denen würde ich auf jeden Fall auch Nitrate weiterhin geben. Es gibt ein paar Patienten, da muss man aufpassen mit den Nitraten. Und da haben wir schon häufiger darüber gesprochen. Du meinst die Rechtsherzinfarkte, oder? Genau. Also ein Drittel der Hinterwandinfarkte haben eine sogenannte rechtsventrikuläre Beteiligung. Mhm. Und wenn man diesen Patienten eben Nitro gibt, dann nimmt man dem schwach pumpenden, nicht so muskelstarken rechten Ventrikel die Vorlast und der Blutdruck geht in den Keller, weil kein Blut mehr von dem rechten in den linken Ventrikel kommt. Und da gibt es noch mehr. Da gibt es ja so Medikamente, die Männer manchmal nehmen und nicht unbedingt so gleich als erstes verraten. Inzwischen gibt es ja auch und von anderen Anbietern, also das Sildenafil und das Taldalafil. Das sind Phosphodiesterase-Hemmer, die eingesetzt werden für die erektile Dysfunktion, eben bei den Männern, und eben auch für die pulmonale Hypertonie. Und bei der Kombination dieser Mittel mit Nitro gibt es eben auch unkontrollierte Blutdruckabfälle. Die blaue Pille der Freude, jetzt meine Frage an dich als Erfahreneren. Hast du das jemals echt gesehen? Ich habe es einmal gesehen, das war eben auch in diesem typischen Setting und der Patient hatte dann noch Nitro genommen, weil er eben Herzschmerzen eben bekommen hat und der hat einen schlechten Blutdruck gehabt. Ich habe es einmal gesehen. Krass, ja, weil ich muss sagen, ich kenne es natürlich, aber es ist für mich eher so ein Medical Myth. Und was man sagen muss, ich glaube, das Gerücht, dass Nitrate die Koronarperfusion verbessern, systemisch gegeben, ist ja Quatsch. Das weiß man, glaube ich, mittlerweile nur, dass es für den gesamten globalen Blutdruck vor- und nachlasssenkend wirkt. Das hat sich ja, glaube ich, bestätigt. Und lokal muss man es wirklich intrakoronar geben, oder?
Also Nitro hat eigentlich so viele positive Effekte in manchen Studien oder Untersuchungen gezeigt. Es geht ja ganz weit auch mit der Beeinflussung von Endothel über das NO. Und es überrascht eigentlich einen, dass es nicht mehr tut, dass es nicht die Mortalität verbessert. Und es tut es in der Tat nicht. Okay, das heißt, jetzt haben wir aber eigentlich gelernt, Monalyse ist out. Was machen wir jetzt? Philipp, bevor wir das beenden, es gibt noch mehr Patienten, denen wir kein Nitro geben sollten. Jetzt fällt mir echt keiner mehr ein. Klaus, erleuchte mich. Also das eine ist natürlich ganz banal. Ein Patient mit einem schlechten Blutdruck sollten wir es nicht geben. Entschuldigung. Ja. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Es gibt aber noch den anderen Patienten, der eine Aortenklappenstenose hat. Und wenn wir dem Nitro geben, vor allem im Stehen, das ist auch keine gute Idee. Da hast du recht, deswegen auskultieren wir ja noch. Genau. Einziger Grund für das Stethoskop im Rettungsdienst. Nicht nur, um es um den Hals zu hängen, sondern manchmal auch am Patienten einsetzen. Ja, sehr gut. Genau, aber nochmal zurück, Immunanalyse ist tot. Jetzt hat der Martin uns letztens was an die Hand gegeben. Ja, der Martin kam damit was Neuem, jetzt wo Mona irgendwie nicht mehr so in ist, und er hat da wohl vor kurzem einen Film wieder angeschaut, ein Klassiker, Moby Dick mit Gregory Peck, und der hat den Kapitän gespielt und das ist Captain Ahab. Und ich würde sagen, das blenden wir auch einfach kurz ein. Ja. Denkt an Ahab, denkt an Moby Dick, und das war's so mit STEMI Teil 2. Ein ganz kurzes Statement noch von dir, Klaus. Was sind denn so für dich die Pitfalls beim STEMI? Woran muss man unbedingt denken? Was ist in der Praxis wirklich das Relevante, auch wenn es in der Guideline nicht speziell erwähnt wird? Was sind No-Gos? Also das, was ich am häufigsten sehe, und da ist keiner davon frei, ich muss gestehen, ich habe es auch schon gemacht, dass ich nicht auf das lückenlose Monitoring geachtet habe. Dass ich dachte, der Patient schaut doch ganz stabil aus, und dann fahren wir jetzt halt mal kurz ohne Defi irgendwo hin. Ein absolutes No-Go. Der Defi muss immer beim Patienten sein mit einem STEMI, und er kann jederzeit, auch der völlig stabile Patient, der inzwischen schmerzfrei ist, ja, der kann jederzeit Kammerflimmern entwickeln. Das heißt, wir müssen lückenlos monitoren, nicht die Kabel abbauen in dem Moment, wo wir im Krankenhaus sind oder im Herzkatheterlabor und der umgelagert wird, sondern es muss immer an einem Gerät ein Monitoring dran sein. Einer muss den Monitor auch immer im Auge haben. Und was nützt der Monitor, wenn wir keinen Defi da haben? Nicht so viel. Der Defi muss auch da sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe schon so oft gesehen, dass man darauf verzichtet hat, und dann hat man sich nachher geärgert. Und der Patient gehört verdammt normal in ein Krankenhaus mit PCI-Möglichkeiten. Da hast du natürlich recht. Und auch das hört man leider manchmal wieder. Also die lange Fahrt lohnt sich, wenn innerhalb von 60 Minuten, und das ist ja in Deutschland fast überall so, fast sage ich jetzt, weil es natürlich auch Teile in Deutschland gibt, wo es nicht möglich ist, innerhalb von 60 Minuten das Herzkatheterzentrum erreicht werden kann, dann muss die Fahrt gemacht werden. Und wenn man jemanden unter Reanimation ins Krankenhaus bei STEMI bringt und das hat kein Herzkatheterlabor, dann kann man es auch sein lassen. Dann kann man nämlich vor Ort genauso gut behandeln mit der Lyse. Das heißt, da einfach nochmal auf den Stellenwert des Herzkatheters, glaube ich, hinweisen, oder? Ganz klar. Und dann auch der Zeitfaktor. Und am Zeitfaktor kann man halt wirklich durch Kommunikation arbeiten. Das heißt, der STEMI gehört ins Chorolabor so schnell wie möglich, und der gehört nicht irgendwie erst in der Notaufnahme abgelagert oder auf der Intensiv abgelagert. Es sei denn, das geht aus organisatorischen Gründen jetzt nicht anders. Aber eigentlich muss man das so gebahnt haben, dass man als Notarzt den Patient direkt zur Intervention bringt. Genau, telemetriert das EKG, ja, und da läuft das schon. Klaus, jetzt haben wir eine ganze Menge über den STEMI gelernt. Dafür vielen, vielen Dank. Wir freuen uns, Martin und ich freuen uns erstens, dass du unser Oberarzt bist. Zweitens, dass du uns auch noch beim... Ich freue mich, dass ich euch im Team habe. Danke, dass, aber auch cool, dass du jetzt bei uns bei Nerdfamilizin dabei bist und dass ich mit dir heute Abend hier ein Bier trinken darf. Sieht natürlich keiner, aber ist so. Jetzt haben wir eine ganze Menge über STEMI geredet, aber es gibt ja noch andere Sachen, und dazu mehr in Teil 2, wenn es um STEMI-Mimics geht.
Bis gleich.